Ja, da ist er, der Jonas Niedfeld, der Kapitän der Hallenser, so ganz nebenbei mal gesagt. Er will mit seinen Jungs also in der Erfolgsspur bleiben. Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe gegen Elversberg. René Kindermann hat es betont. Die wollen heute hier mit einem Sieg wieder auf Platz 1 springen. 1860 hat sie nach dem Sieg gegen Aue runtergeschopst. Und der Hallische FC aktuell auf 15 startet mit der gleichen Elf, die bei Viktoria Köln einen Punkt geholt hat. Mit Gebhardt ganz hinten, Stecic vorn und mit Niedfeld in der Viererabwehrkette. Elversberg, der Aufsteiger von rechts nach links mit zwei Änderungen in der Startelf. Dritte Spielminute und da muss Gebhardt zunächst hin und die erste Chance für Schnellbacher, dem Top-Torjäger der Elversberger. Wie ist das denn passiert? Kreuzer mit einer anspruchsvollen Aufgabe für seinen Torhüter legt da unfreiwillig zurück und bringt Schnellbacher nach Gebhardts Parade ins Spiel, der dann noch mal richtig gut zupackt. Emotionsvoller Auftakt der Gäste, die vor allem die tiefen Läufe mögen. Das ist wieder Schnellbacher, Schnellbacher mit dem 1:0. Schock für den AFC in Minute 4. Lukas Schnellbacher, 7. Saisontor. Horst Steffen, was hat er hier für eine Aufsteigermannschaft kreiert? Elversberg geht hier früh in Führung und man sieht in der Wiederholung, wie Felix Gebhardt da sogar ein bisschen ausrutscht und dem Ball nicht so richtig entgegensetzen kann und dann in der kurzen Ecke empfindlich getroffen wird. Schnellbacher also mit der frühen Führung für die Gäste. Der AFC will seine gute Heimbilanz ausbauen gegen einen Spitzenreiter. Und das war Elversberg, ja. Bei Beginn dieses Spieltages haben sie noch nie verloren in der Historie ihrer 11 Jahre in der dritten Liga. Das ist Kreuzer. Immer wenn der steht, wissen wir, jetzt kommt gleich eine Standardsituation. Aber da steht auch Timur Geiret. Freistoß für den AFC. Abgeblockt von der Abwehr der Elversberger, die da einen ganz hochgewachsenen mit Nick Woltemade haben. Der klärt zur Ecke. Auch das kann der AFC. Sie sind gefährlich bei Standards. Sie können Tore schießen und da fällt das Einsatz. Ausgleich für den AFC. Zimmer schied mit seinem dritten Saisontor nach der Ecke von Kreuzer. Das sieht nach einer einstudierten Variante aus, auf den 5-Meter-Raum gezogen. Da ist César. Der verlängert und dann ist Zimmerschied da mit dem 1:1. Der AFC also 10 Minuten nach der Gästeführung wieder voll drin in diesem Spiel. ...5.650 Zuschauer im Leuna Chemiestadion voller Freude. Denn diese Partie, sie geht hin und her und der AFC konnte ausgleichen, ist also wieder richtig in der Partie. Die Gäste mit Woltemade. Niedfeld muss da aufpassen, dass Fein da nicht noch an den Ball kommt. Niedfeld mit dem Befreiungsschlag. Stecic, oh, hartes Einsteigen gegen Jakobsen. Bekommt er auch von Schiedsrichter Martin Thomsen, von Dr. Martin Thomsen, ein paar Worte gesagt. Zimmerschied trifft den Ball nicht voll. Man sieht es in diesen Aktionen, es geht hin und her. Geiret, Ball kommt nicht an. Jetzt wieder Elversberg. Laufintensives Spiel. Jakobsen, der Ex-Magdeburg.
Das ist Rochelt. Immer wieder über ihn gehen die Aktionen und jetzt wird Handspiel reklamiert. Rochelt will flanken und Zimmer schied. Hand, ja oder nein? Er hat sie erst hinten und dann ist sie doch vom Körper entfernt. Es hätte also hier Elfmeter gegen den Halleschen FC geben müssen. Glück also für das Team von André Meyer. Cäsar. Gegen tiefstehende Elversberger mit zwei Viererketten holt Kreuzer sich den Ball. Kreuzer, Sterčík, Sterčík! Fällt im Strafraum, aber Martin Thomsen behält Recht, indem die Pfeife stumm bleibt. Menke im Duell mit Sterčík. Der war zuletzt am Ball, also völlig richtig diese Entscheidung. Sterčík ackert viel, bringt seinen Körper da in jedem Zweikampf rein und sichert vorn die Bälle. Jetzt Elversberg über Neubau. Rochelt, immer wieder dieser Rochelt, der ist gefährlich. Niedfeld an ihm dran. Neubau mit der Flanke und fein, aber kein Problem für Felix Gebhardt, dem Keeper der Hallenser. Gute Phase jetzt der Elversberg. Rochelt. Rochelt! Da muss Gebhardt richtig aufpassen, denn dieser Ball, der setzt noch mal auf. Gebhardt, übrigens eine Einladung zur U20-Länderspielwoche. Darf beim DFB sein Können zeigen, der Keeper des Halleschen FC. Ist ja ausgeliehen vom FC Basel für diese Saison und macht bisher einen super Job. Halle kommt nochmal über die linke Seite. Zimmerschied trifft das Außennetz. Wie gesagt, ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Es geht hin und her, es ist intensiv und es hat auch immer wieder echte Torraumszenen. Dann ein herber Verlust bei Elversberg. Schnellbacher muss raus, für ihn kommt Koffi in die Partie, also ein positionsgetreuer Wechsel. Schnellbacher, der Torschütze zum 1:0. Für ihn also jetzt Koffi im Spiel. Und was war passiert? Schnellbacher wollte da den Ball wegspitzeln und wurde an der Wade getroffen und ging dann vorsichtshalber vom Feld. War ja auch angeschlagen, in die Partie gegangen. Das ist fein. Und das ist Gebhardt. Immer wieder diese Schüsse von der 16-Meter-Linie. Gebhardt, aber immer aufmerksam, immer umsichtig. Auch der Ball prallt kurz vor ihm auf. Den kann, den sollte und den will er auch gar nicht festhalten. Dann die zweiten 45 Minuten. Zwei Wechsel beim HFC. Bolücki und Dennis jetzt für Geirat und Dama mit dabei. Da haben wir wieder Elversberg mit Rochelt. Ein super Lupfer, Landgraf an die Latte, an den Pfosten. Ja, so ein bisschen von allem dabei. Fein kann diesen Überraschungsball nicht verarbeiten. Foulspiel dann an Herzog. Aber was war das für eine kuriose Situation? Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Schöner Lupfer, Landgraf und auch Gebhardt im Glück, dass dieser Ball nicht einschlägt oder fein sogar vor die Füße fällt.
Kreuzer beim Eingriff. Halle, zweitjüngstes Team in der Liga mit Bolücki, mit Stercik, und da ist Dennis. Das war ja mal richtig knapp. Halle der Führung nah hier zu Beginn der zweiten Hälfte. Hier war sie durchaus möglich. Da fehlte wirklich ganz, ganz wenig. Halles will nicht beste Phase, aber eine gute Phase. Zu Beginn der zweiten Hälfte. Sie tackern Elversberg da vorn fest. Und Dennis holt den Freistoß raus. Gut für alle, denn sie haben da Spezialisten. Wo sind die Herren der Lüfte? Wo sind die Mannen um Jonas Niedfeld, die solche Freistöße natürlich lieben? Dennis macht's gleich selbst. Geht auf den langen Pfosten. Aber weder Niedfeld noch Bolücki kommen an den Ball. Scharf getreten, gut getreten. Bolücki verschafft sich da mit einem Schubser sogar noch ein bisschen Platz. Aber trifft den Ball am Ende nicht. Wieder der HFC. Sterz. Reingelupft in den Strafraum. Der zweite Ball bleibt bei Halle. Bolücki, Dennis. Ja, wenn sie nur ein bisschen konsequenter wären bei den Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, dann hätten sie hier schon die Führung erzielen können. In der einen oder anderen Situation vielleicht sogar müssen. Halle bleibt vorne dran. Halle hat Elversberg in dieser Phase voll im Griff. Aber jetzt Coffey mit einem schönen Hakentrick. Waldemorde raus auf die linke Seite. Dann der schöne Schippball in die Mitte. Und dann ist Rochel da, nachdem Gebhardt den Kopfball von Pfeil noch parieren konnte. Ist Jannik Rochel da. Eiskalt schlagen sie zu in der besten Phase des Halleschen FC und gehen mit 2:1 in Führung. Drittes Saisontor für Jannik Rochelt. Eine tolle Parade von Felix Gebhardt. Aber gegen diesen Volleyschuss war er dann am Ende machtlos. Er steht mir da auch ein bisschen zu frei, der Torschütze Jannik Rochelt. Elversberg konnte in Halle noch nie gewinnen, aber jetzt sind sie kurz davor. Gebhardt mit einer Fußabwehr. Tolle Parade gegen Coffey. Jean Romaric, Kevin Coffey ist da plötzlich allein, nicht im Abseits, und vergibt die Chance für Elversberg, hier früh alles klar zu machen. Jakobsen mit einem weiten Schlag. Und wieder ist es Coffey, wieder ist es Coffey. Und wieder ist es Gebhardt, der da seine Hallenser im Spiel hält. Nach wie vor nur ein Torrückstand für den HFC. Sie müssen jetzt die langen Bälle wählen. Vorne Stercik, der macht das richtig, richtig gut, hält die Bälle. Aber auch Elversberg mit einer guten Restverteidigung klärt diesen Ball von Bolücki, der nichts einbrachte. Aber wir schauen noch mal auf die Chance, die Coffey hat. Ja, Wahnsinn, den einfach so zu vertändeln. Gebhardt mit Fußabwehr und dann ist die Chance vorbei. Weiter Ball von Christoph, dem Torhüter der Elversberger, auf Coffey.
Koffi. Und da ist Fein, der ist ja ganz allein. Aber der macht das Tor. 3:1 für Elversberg. Da haben sich alle auf Koffi konzentriert. Und ganz fein gemacht von Manuel Feil. 2:1 stand es. Und jetzt die Entscheidung. Fragezeichen. 3:1 für Elversberg. Hier nochmal die Szene. Dann nimmt er einfach den Ball und vollendet. Der eingewechselte Vollert konnte da nichts mehr retten. Reddemann vielleicht ein wenig zu inaktiv gegen Koffi. Ja, und dann führt Elversberg mal eben mit 3:1 in Halle. Jonas Niedfeld mit dem weiten Ball. Bekommt der AFC hier nochmal den Fuß rein in die Tür. Der eingewechselte Sebastian Müller will sich da durchtanken, nimmt den langen Ball auf, aber kann am Ende nicht vollenden. Niedfeld mit der Hacke jetzt, der Kapitän vorn mit dabei. Natürlich, sie werfen alles in die Offensive rein. Das ermöglicht aber Elversberg zu kontern. Sie bekommen Räume. Jakobsen setzt sich da schön durch. Jakobsen, immer noch Jakobsen. Jakobsen, Gebhardt muss prallen lassen. Fein. Es gibt ein bisschen Diskussionen und Gebhardt schießt den Ball dann ins Aus, weil Landgraf zuvor am Boden liegend nicht mehr mitspielen konnte, hatte der AFC dieses moniert. Ja, sie haben heute richtig was vors Schienbein bekommen vom SV 07 Elversberg. Aber noch ist ja nicht Schluss. Noch kann ja hier was gehen. André Meyer bezeichnet ja seine Mannschaft als Neuling in der Liga, weil sie so viel Personal ausgetauscht haben. Und Elversberg, die spielen hier fast mit ihrer Aufstiegsmannschaft. Und das machen sie richtig, richtig klasse. Eingewechselte Elias Löder. Auch nochmal ans Außennetz. Guter Versuch von ihm. Aber dann doch um einiges am Tor vorbei. Halle immer bemüht, Halle immer wach. Aber in den drei Situationen, die Elversberg dann eiskalt ausnutzt, da waren sie nicht präsent. Freistoß von Kreuzer. Gehalten von Niklas Christoph. Und das war sie dann auch, die letzte Chance des Halleschen FC in diesem Spiel. Die Mannschaft von Horst Steffen, der SV 07 Elversberg, gewinnt am Ende mit 3:1. Halle verliert zum ersten Mal gegen eine Mannschaft. Ja, auf jeden Fall müssen wir es akzeptieren. Wir kannten die Stärken von Elversberg und ich habe auch vorher schon immer wieder gesagt, dass die nicht zu Unrecht da oben stehen, sondern dass das ja, ein klarer Plan ist, den sie über Jahre verfolgt haben und dass sie jetzt die Früchte davon einfach ernten. Und sie spielen einen richtig guten Fußball und wir haben heute einfach dann auch unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Wir spielen Fußball, das kann passieren. Du kannst mal 3 kriegen, du kannst mal 0 spielen, du kannst mal 5 kriegen. So, es geht immer weiter. Am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf, oder? Und wir machen einfach weiter, wir geben alles, setzen alles dran. Jetzt die Pause, die Jungs werden die sicher gut nutzen und dann kommen wir zurück. Und ich glaube, dann steht wieder nichts im Wege für 3 Punkte. Gegen eine Mannschaft, die als Spitzenreiter angereist war, das war Elversberg vor diesem Spieltag. Ja, was bleibt, Halle? Ein bisschen Ernüchterung und die Erkenntnis, heute keine Punkte eingenommen zu haben.